Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zum wahrscheinlich letzten Part von Finstere Träume, wenn man dem Entwickler Glauben schenken darf, dass nun das spannungsgeladene Finale folgt. Ich bin wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr, was er sich dafür ausgedacht hat. Ich erwarte einen Bombenfinish. Wir werden es sehen. Ich werde die Tür betreten. Endlich, das wurde aber auch Zeit. Na, und die Familie ist wieder vereint. Wie schön. Mama, Mike, euch geht es also auch gut. Du weißt doch, dass da meine Mama auf sich aufpassen kann. Und was geht hier jetzt ab? Na, ich komme das phasenverdrehte Urphantasma, dass sie das schon weiß? Krass. Ich glaube, die Kinder in der Familie sind alle nicht normal. Ich werde es einfach ignorieren. Bist du bereit, Jessica? Warte noch einen Moment, wir müssen Jessica doch vernünftig anf. Jo. Nein, nein. Okay, feuert sie an. Ja, feuert sie an, los! Feuert euer Kind an! Ja! Stachelt sie an! Du mit dem weißen Kleid, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber komm mal mit. Ziehen sich wahrscheinlich Cheerleader-Kostüme an oder sowas. Weißt du, das war so verdammt klar, dass das passiert. Ganz ehrlich, das war so vorausschaubar. Oh Gott! Jetzt kann es losgehen. Und ich frage auch nicht, wo sie die herhaben. Sie waren mal schnell beim Penny, ne? Nur mal schnell zu Penny, oder wie war das? Jetzt kann es losgehen. Ja, okay. Oh mein Gott. Es hat Titten. Darf ich das bitte unkommentiert lassen? Ich danke euch. Auf sowas stehst du also. Ja, und jetzt? Ah! Okay. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein. Ja, feuert mich bitte an. Was? Sie hat einen Schild! Schieß ihr auf die Brüste, Jessica. Oh. Ach, ich kann auch nach vorne gehen. Ja, das muss mir ja jemand mal sagen, dass das geht. Oh, was? Okay, das ist jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Das muss mir ja schon sagen. Was? Diese Kanone von links verwirrt mich. Oh, was? Oh. Dieses Kamehameha, was sie immer schießt, das macht mich noch wahnsinnig. Oh. Ich möchte nicht sterben. Bitte, ich möchte das nicht nochmal machen. Oh, Mann. Da ist wieder ihr Schild. Hallo, Phase, verdrehtes Urphantasma. Du wirst einen grausamen Tod sterben. Übrigens hat sie gerade ihre Arme verloren, als sie die Tür aufgemacht hat. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist ja echt mies gelaufen. Oh, ich werde sterben. Ihr müsst mich besser anfeuern, sonst wird das nichts mehr heute. Wenn sie nicht immer wieder ihren fucking Schild holen würde, dann würde das auch einfacher gehen. Aber sie muss es ja immer wiederholen. Mein Finger wird gerade ein wenig taub vom vielen Schießen. Ich habe nur noch einen Lebensbalken. Das ist gerade echt unpraktisch. Weil. Oh, sie ist tot. Das war aber echt verdammt knapp. Oh Gott. Oh, bitte. Das hast du aber toll gemacht, Jessica. Ja, ist sie nicht großartig. Ja, das war echt cremig. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Er hat nicht wirklich cremig gesagt. Darf ich ihn schlagen? Darf ich ihn bitte einfach nur schlagen? Bitte. Jetzt können wir endlich nach Hause fahren. Jo, vergessen wir es einfach. Es ist nichts passiert. Was ist denn mit dem Wagen? Ich habe, während ich im Labor gekämpft habe, den Pannendienst angerufen. Jo, währenddessen, ne? Warum nicht? Dann gibt es nur noch eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht. Warum hat sich die Realität ständig verändert? Das kann ich erklären. Die Veränderung der Realität entsteht durch psionische Mikroben, die bei den Experimenten mit den Phantasmen entstanden sind. Die Mikroben fliegen hier überall durch die Gegend und rufen Halluzinationen vor, wenn man mit ihnen zusammenstößt. Nach einer gewissen Zeit immunisiert sich der Körper aber gegen die Mikroben, weswegen dann wieder alles normal aussieht. Warum haben Sie eigentlich überhaupt mit diesen phasenverdrehten Phantasmen experimentiert? Ich weiß, dass es falsch gewesen ist,
Alles fing damit an, dass ich meinen alten Job verlor. Ich war die ganze Zeit zu Hause und habe viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Als eines Tages ihr geliebter Hamster verstarb, setzte ich alles daran, ihn wieder zurück ins Leben zu rufen. Dieses Haus schien mir dafür geeignet. Da es auf einem alten Indianerfriedhof, auf dem alles Opfer eines schrecklichen Massakers liegen, gebaut wurde, ist der Satz grammatikalisch korrekt? Ich weiß nicht, es ist mir egal. Bei den Experimenten mit dem Hamster habe ich dann zufällig die Phantasmen entdeckt. Ich hoffe, Sie haben jetzt Ihre Lektion gelernt. Ja, das habe ich. Ich werde wohl wieder als Kinderarzt anfangen. Sie waren Kinderarzt? Moment, jetzt erkenne ich Sie. Sie waren mein Kinderarzt, Dr. Wellington! Ich wusste doch, dass ich dich irgendwoher kenne. Leider musste ich den Job aufgeben, da herauskam, dass ich in meiner Jugend in einer rebellischen Hippie-Vereinigung gewesen bin. Doch wenn ich in einer anderen Stadt neu anfange, bekomme ich vielleicht eine zweite Chance. Soweit, so gut, aber da gibt es noch etwas, das mich beschäftigt. Wieso hat Jessica überhaupt keine Probleme mit dem ganzen Gemetzel gehabt? Das kann ich erklären. Jessie schaut mit mir schon seit sie in den Kindergarten geht, Splatterfilme an. Sie ist dadurch schon so krass abgestumpft, dass ihr Gewalt nichts mehr ausmacht. Und da sage noch jemand, Splatterfilme wären schlecht für Kinder. Und das sagt ihre Mutter! Haha, du sagst es. Das sind ja alle Fragen geklärt. Ach nein, eine habe ich noch. Wer hat so schreckliche Träume, dass daraus diese Phantasmen entstehen? Glaub mir, das wollt ihr gar nicht wissen. Ja, ich will es wirklich nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Alter. Ich habe mich gerade vor diesem fucking Panda so erschreckt, das glaubt ihr gar nicht. Wie ich mich in dem ganzen Spiel nicht erschreckt habe. Was? Oh Gott. Ich denke mal, alle Fragen sind geklärt, oder? Nur nicht die Frage, warum dieses Spiel erstellt wurde. Ich denke mal, zu unserer aller Belustigung. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ja auf seine Art und Weise schon genial, dieses Spiel. Dennoch hat es seine Momente, wo man sich aus dem Fenster stürzen möchte. Ich denke, wir sollten dieses Spiel einfach irgendwie vergessen. Oder auch nicht. Oder wir behalten es in guter Erinnerung. Ich möchte mich bei folgenden Testern bedanken. Biohazard, John, Kenji, Medley. Bedanken wir uns bei denen auch. Jetzt im nachfolgenden Sinne. Was ist eigentlich mit Fifi? Irgendwie. Der hat ja am Ende gar nichts mehr gesagt. Ich glaube, der hat wieder nur an Fleisch gedacht. Oder vielleicht will er Vegetarier werden. Ich weiß nicht. Und natürlich auch bei dir. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja doch, das hat es schon. Also das Spiel ist ja schon auf seine Art genial. Es ist zwar schon irgendwie ziemlich bekloppt, aber irgendwie ist es auch irgendwie genial. Ich musste einige Male schon ziemlich lachen. Das passiert nicht so oft bei Spielen. Ja. Ende. Das ist wohl wirklich das Ende. Gut, meine lieben Zuschauer, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt dabei. Eventuell werden mal zukünftig bald ein paar RPG-Maker-Projekte folgen. Ob sie dann ganz so bekloppt sind wie Finstere Träume, ich wage es zu bezweifeln, weil das zu toppen wird schwierig. Ist jetzt meine Prognose von mir. Aber naja, wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns.